Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Clash of Clans. Der letzte Part war ein bisschen Outrage, ich weiß, tut mir sehr leid, aber, ja. Vergessen wir das. So, wir haben mal wieder eine Verteidigung gewonnen. Ist ja sehr schön. Das ist knackig. Gucken wir uns gleich mal an, erstmal der Posteingang durchchecken. Und zwar wurde von guten Dürf geschrieben, wenn ihr euch auf grün stellt, erwarten wir Angriffe. Jeder, der im Clan Wars nicht angreift, enthält oder erhält Verwarnungen oder Kick. So, ja, so viel dazu auf jeden Fall. Die Clankriege werden noch geladen. Was, willst du mich verarschen? Ich kann da jetzt nicht rein. Ist das dein Ernst? Oh, aber guckt mal. Oh, das ist mir schon fast wieder. Da wäre ich jetzt wieder ein bisschen geil, wenn ich sowas sehe. Oh, die Galliowelenkiste. Ja. Geile Sau. Sehr schön. Erstmal ein paar safe Juwelen abstauben. Ja. Was aber trotzdem sehr komisch ist, warum komme ich nicht in den Clankriege rein? Willst du mich irgendwie komplett abziehen oder sowas? Kann man hier neu laden vielleicht, ohne aus dem Spiel rauszugehen? Ging doch irgendwie, oder nicht? Komm, neu laden. Hallo? Hier konnte man doch irgendwie neu laden. Hör doch mal auf. Das ist komisch. Gut, ich würde sagen, ich cutze mal kurz und wir sehen uns... Nein! Man kann seinen Namen nur einmal ändern, stand da. Warte mal kurz. Oh, nur ein einziges Mal. Krass. Gut, wisst ihr was? Ich würde sagen, ich gehe kurz mal aus dem Spiel raus und wir sehen uns gleich wieder. Ach, guck mal, geht doch. Ha, fick mal die Theorien. Und wir haben krass verloren. Gucken uns mal die Karte an. Ja, bei uns ist so gut wie alles kaputt, ne? Also Bangladesh, das war schon... Wow. Wie die einfach fast jedes Dorf zerstört haben. Krass. Ja. Und hier kann man sehen, wie sie sehen, sehen sie fast nichts. Ne? Aber da hat jemand einen Stern geholt. Und das war Luca. Okay, cool. So. Die 29 hat nicht angegriffen. Okay. So, ich habe von meinem kleinen Bruder gehört, der Zerbrecher heißt, dass er rausgeworfen wurde. Ich bin mal gespannt, ob er angegriffen hat, weil er wird ja nicht ohne Grund rausgeworfen worden sein. Deswegen schaue ich mal, wo ist denn er? Wo ist denn der? Hat er überhaupt angegriffen? Hat er überhaupt am Klankrieg teilgenommen? Komisch, ich kann ihn jetzt gerade nicht sehen. Scheint nicht teilgenommen zu haben. Gut. Wir müssen auch recht viel Cash bekommen heute. So ist es auch. Oh mein Gott, heute ist echt Zahltag. Geile Sau. Sehr schön, sehr schön. Ihr seht auch, alles wurde soweit ausgebessert. Wir haben jetzt einen Bogenschützenturm auf Level 4. Die Kanone müsste ja auch wieder auf Level 4 sein. So ist es. Und das Armeelager müsste jetzt auf 120, glaube ich, sein, ne? 125, oh mein Gott, Kinders. Das übertreibt mal nicht. Krass, krass. Sehr schön. Freut mich. Sagen wir, produzieren noch einen Zaubertrank oder Blitzzauber, es tut mir leid. Und dann läuft die Scheiße. So, wir haben auf jeden Fall noch einen Level 3 Barbaren. Ne? Level 3 Bogi, bist du auch fertig geworden? Ich habe dich nicht mehr entwickelt. Oh. Wahrscheinlich, ja, ich wollte es, aber ich konnte nicht, weil beim letzten Mal Rage Quit und sowas, ne? Genau, ja. Gut, dann mache ich noch einen Riesen fertig und zwei Bogis. Sollte dann eigentlich hinhauen soweit, ja. Ja, und ansonsten... Mal gucken, was wir heute noch verbessern werden. Das ist die Frage des Tages. Ganz davon abhängig, ob wir heute wieder 5 Sterne schaffen. Ich würde aber sagen, wir können erstmal auch mal wieder so ein bisschen auf die Goldminen gehen. Oder auf die Sammler gehen, ne? Schon lange nicht mehr gemacht. Ich bin schon lange nicht mehr so weit gegangen, dass ich sage, okay, lass uns mal jetzt hier einen Elixiersammler... Upgrade und sowas. Bin ich schon lange nicht mehr zugekommen. Heftiger Auto, ja. Aber gut. Und weitere 5 Juwelen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin beeindruckt. Machen wir hier wieder 2 Mauerbrecher hin.
Der Rest hier ist wieder Bogey-Time. Ja. Okay, dann lass uns angreifen und gucken, wo wir denn heute bestimmte Sachen finden können. Nein, ist mir zu leer. Will kein Schwein haben. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu knackig. Ja, jetzt komm. Mach keinen Scheiß. Ach, Kinders, ey. Aber wenn ich dann wirklich hier diese ganzen Ressourcensammler verbessere, dann dauert das ja auch 2 Tage und sowas, ne? Und naja, Leute, ich glaube, ihr wisst, was das heißt, ne? Man kann ein paar Tage kein Clash of Clans mehr kommen, weil ich einfach diese ganzen Sachen verbessern möchte. Ich sollte vielleicht nicht alle auf einmal verbessern, aber naja. So viel dazu auf jeden Fall. Muss man auch irgendwann machen, ne? Kinders. Stellt euch vor. Ja. Na komm, jetzt mach doch. Ach Junge. Was war das denn für ein Geräusch und warum kam das? Komisch. Hackt sich gerade jemand in meinem Dorf ein? Wahrscheinlich, ne? Das ist ja mal wieder ein Zustand. Das sieht einigermaßen aus. Ich denke, hier kann man 3 Sterne holen. Nach langer Sucherei hätten wir es auch endlich mal gefunden. Ist halt nur die Frage des Tages, wo kann ich denn jetzt hier anfangen? Ich würde sagen, ich setze hier mal den Blitzzauber rein. Ha, die Kanone ist einfach fast down. Ha, so muss das sein. Sehr schön. Ich werde kurz mal... Okay, es scheint wohl keine... Es scheint wohl keine Clan-Abwehr da zu sein. Das ist sehr gut. Und jetzt würde ich sagen... Jungs und Mädels! Haut euch da durch! Um den Magieturm herum werde ich jetzt nichts machen. Weil ich weiß nicht. Naja, muss nicht sein. Boxt euch da durch und lasst uns gucken und lasst uns hoffen, dass wir hier heute einiges zerdeppern können in der alten Dreckshütte hier. 1 Stern könnte möglich sein, weil halt hier schon enorm viel Schaden gemacht wird überall und ja, 1 Stern ist da auf jeden Fall drin gewesen. Super. Ich denke halt nur nicht, dass die ganzen Riesen so lange überleben werden, weil halt hier noch so diverse Türme sind und die sich hier noch durch diverse Wände boxen müssen. Ne? Ja, und er wird sowieso richtig schnell down gehen. Ist ja klar. Wobei, er denkt sich, ha, fick dich. Aha, Bitch, fick dich. Und ich komm doch zurück. Aber wir können es doch schaffen. Wir können es doch schaffen. Es ist nur noch ein Bogeyturm da. Und ich frage mich gerade, wo hat der Junge seine Katapulte hingesetzt? Wie kann man bitte sein Dorf so verunstalten, dass das Katapult weg ist? Keine Ahnung. Oder dass die Katapulte gar nicht erst aufgestellt wurden. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt Katapulte hat. Vielleicht hat er sich ja nicht mal welche gekauft. Kann ja auch sein, ne? Alles mögliche Dinge hier. Aber es sind auf jeden Fall sichere, safe 100%. Sehr schön. Ich habe mir das nicht zugetraut. Und Elixier-Eskapaden. Oh, das gibt wieder knackige Dias. Juwelen. Entschuldigung. Ja. Gut, gut. Ist ja schön. Stil 1 Million Elixier haben wir. Bam. Und Level 31. Hey. Cool. Hm. So muss das ja sein, oh? Ja, ja. Ja, ja. Gut, dann lass uns mal den Angriff von der guten... Angriffsdame anschauen, auch wenn es keine Dame ist. Ich guck mal kurz... Welches Level er hat. Er hat Level 20 und greift mich an und hat wie viel Prozent geholt? 28%, nicht schlecht. Aber gut. Gucken wir es uns mal an. Hat mein Dorf da gerade verbessert? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Setzt dann Blitzzauber hier ein. Auf den Mauer. Minenwerfer, tut mir leid. Das hat schon Level 3 Bogies. Ich bin so neidisch, ich will auch haben, Mann.
ist mir nicht vergönnt hier. Ja, er hat aber leider keine Riesen gehabt, die durchbrechen können, ne? Leider, leider. Kommt es mir gerade nur so vor, oder sind höher gelevelte Bogies auch schneller? Es gibt mal ein bisschen, weil er, glaube ich, am Überlegen ist, was er jetzt machen soll. Und er macht gar nichts. Er macht den ganzen Rest über gar nichts. Was hat er gemacht? Hat seine Mutter ihn zum Essen gerufen oder was? Wahrscheinlich, ne? Was für ein Lauchschädel. Ja, er hatte 28%. Er hätte sogar noch mehr holen können mit seinen 74 Bogies. Das ist jetzt gerade total... Wow. Warum macht er denn nichts? Er hätte mindestens... Und er hätte minimal hier diese ganzen Sachen abbauen können. Alles, was hier außen rumsteht und sowas. Und er macht's einfach nicht. Oh Mann. Naja, wenn du das so willst. Ich meine, er hätte locker 50% holen können. Der Lauchschädel. Ja, Kinders. Ich sollte auch vielleicht irgendwann mal wieder mit der Solo-Kampagne weitermachen, ne? Habe ich Narrengold schon mal gemacht? Habe ich es da schon mal probiert? Nö, ne? Da habe ich auch mal wieder irgendwann grandios verkackt gehabt. Jetzt ist die Frage, wie werden wir da bald angreifen, ne? Ja. Wir gucken uns mal die nächsten Parts über an, was wir da so machen werden. Jetzt erstmal die ganzen restlichen Bogies fertig machen. Ich würde sagen, meine lieben Freunde und Kinder, ich schneide euch das mal kurz weg. Bis gleich, ne? So, ich bin durch. Die ganzen Truppen sind soweit vorproduziert. Ich produziere nochmal ein paar wunderbar knackige Riesen nach. Und so wie es aussieht, können wir heute auf jeden Fall schon mal gucken, dass wir die Bogies verzaubern. Es sieht alles danach aus. Also wir... Naja, Kinders, ihr seht doch, wir haben knapp 260.000 und... Oh, es geht sogar jetzt schon. Ich würde sagen, meine lieben Frodo-Kinigens. Aha! Bitteschön. Es ist einfach nur logisch, dass ich das mache, weil ich bin halt mit Bogies am meisten am Arbeiten und ich brauche Bogies einfach. Ja, Bogies sind toll. So. Und jetzt greifen wir nochmal an und diesmal rasieren wir. Ah, man soll es sich ja nicht zu einfach machen, ne? Ja, klar. Oh, das sieht auch wieder krass aus. Das sieht krass aus. Das steht alles so eng beieinander. Ich bin mir unsicher, ob ich das schaffen werde. Ich habe auch keinen Zauber mehr. Das heißt, ich mach's besser nicht. Oh, da wird gerade ein Bogieturm verbessert, aber da ist ein Magierturm und naja. Nee, lass mal stecken, du. Okay, das ist eine krasse Mauer. Ich glaube, hier sollte ich angreifen, weil der Loot ist gut. Gertrud, bitteschön. Stage is yours, Riesen. So, dann bitte sag mir, dass die Mauerbrecher angreifen dürfen. Kann es irgendwie sein, dass die Mauerbrecher bei mir immer wegsterben? Kommt mir gerade immer so vor. Ja. Die alten Drecksäcke. Ich meine, warum produziere ich die, wenn die sowieso kaputt gehen? Das ist ein bisschen unnötig, ne? So, und bam, 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 durchboxen. Auch das sind wieder, ich würde sagen, 100% ziemlich safe. Es sei denn, hier ist jetzt irgendwo was drin, was mich irgendwie schaden wird. Aber hier ist nichts. Durch! Haus rein! So, ich denke mal, sogar die ganzen anderen Bogies hier werden den Bogieturm hinbekommen. Ansonsten kümmern sich meine Riesen um den Bogieturm und das tun sie auch. Hau rein! Tür durch! Okay, auch das sind sie wieder. Lockere, easy-mäßige 100%. Ja, hier ist die Schulklasse. Ja, wir gehen wieder zum Werkhaus. Wir gehen auch zum Werkhaus. So, guck mal, ja, wir sind Schulkinder, ja. Ja, ja. Wo sind die Riesen? Ah. Da waren sie ja. Super. 5 Sterne voll und wir haben sogar 80.000, Mann. Oh ja. Nom, 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 nom. Ja. Bitteschön. Was habe ich? Sammle 800.000 Gold durch Clankriegsboni. Das hat zwar nichts mit Clankrieg zu tun, aber... Okay.
Oh, wir kriegen momentan immer so viele Belohnungen hier, ne? Sehr schön. So muss das sein. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, ich investiere heute mal... Oh, in die Luftabwehr, aber definitiv. Muss da echt sein mal. Krasser Scheiß. Dann würde ich sagen... Hohoho. Woran soll ich jetzt investieren? In die Goldmine? Wir machen eine Level 9 Goldmine draus. Komm, das muss auch sein. Da muss man sich auch mal gönnen hier, ne? Kinas, denk doch mal nach. Und dann... Vielleicht noch diese, obwohl, ja, die Kanone kann ich nicht, weil, ja, ich habe keine Kohle. Dann zum Schluss noch eine Mauer. Und was Billiges zum Ende, komm. Jetzt finden wir hier irgendwas raus. Ja, komm, die Goldmine. Irgendwann muss man ja anfangen, diese ganz kleinen Dinger zu verbessern. Auch wenn ich es unnötig finde, die zu verbessern, weil das einfach kleine, unnütze Dinger sind. Aber ist egal, passt schon. Gut, ich würde sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann machen wir wieder so ein bisschen, ja, Einzelspieler-Action und sowas. Und werden versuchen, Narrengolds zu knacken und sowas. Ich hoffe, es wird knacken. Es wird klappen. Ansonsten wird es unknackig. Das sage ich euch. Und vielleicht werde ich jetzt sogar so ein paar... Ja, komm, lass uns doch mal 10 Riesen produzieren. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde und Kollegen, ich bin weg. Das war's. Macht's gut. Haut rein. Ciao.